Ich möchte euch heute auf eine neue spannende Reise mitnehmen. Wir befassen uns mal ein wenig mit den Materialien des Polyestergurtes. Warum gibt es eigentlich etwas glänzendere und weniger glänzendere Spanngurte? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Spanngurten? Und dafür gehen wir gleich ins Detail. Jetzt durchleuchten wir das einfach mal, diesen Produktionsherstellungsprozess im Detail. Wie wird eigentlich so ein Polyestergurt geformt? Der Polyestergurt, müsst ihr euch vorstellen, der wird ja gewebt. Und nach diesem Weben ist dieses normale Gurtmaterial so weiß-gräulich, so ein bisschen cremig eigentlich, so dunkelcremig. Eigentlich nennt es neutral. Und wie kriegen wir jetzt genau unsere Farben in diesen Gurt rein? Dazu müsst ihr euch mal vorstellen, das fertige Produkt, was gewebt wurde, es wurden beide exakt gleich gewebt, mit der gleichen Maschenweite, mit dem gleichen Webgarn, gleichen Webstuhl, alles ist identisch. Doch jetzt kommt der Unterschied. Danach werden die Gurte quasi in ein Wasserbett getaucht, so wie zum Beispiel dieses hier. Und da sind Färbemittel drin, entweder rot oder neonorange. Und in diesem Färbemittel wird dann Kleber beigegeben. Und dieser Kleber bewirkt bei der Trocknung ein Zusammenziehen des Materials, weil der Gurt wird zum Trocknen noch durch eine Trockenkammer gefahren, die etwas temperiert ist. Und diese Klebeabitüre bewirken eigentlich, dass diese Maschen sich zusammenziehen. Dadurch wird der Gurt etwas härter und er fängt an zu glänzen. Und genau deswegen haben wir jetzt unsere zwei Varianten. Doch was jetzt genau ist der Vorteil und Nachteil zwischen den etwas härteren Gurten, die etwas mehr Klebematerial haben und die etwas weicheren Gurte? Eigentlich ist es ein Vorteil, sag ich mal, im Bedienkomfort, dass der Weiche sich weicher um die Sachen rumlegt, er ist ein bisschen geschmeidiger in der Handhabung. Und der Härtere, muss ich ganz ehrlich sagen, er sieht am Anfang wirklich wertiger aus, weil man diesen Glanz sieht. Aber ich kann euch ganz getrost sagen, nach spätestens einem halben Jahr oder vielleicht auch kürzer, ist das überhaupt kein Vor- und Nachteil mehr, weil dieser Glanz ist verschwunden, die Härte ist verschwunden, weil ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Gurt permanent unter Belastung ist im LKW oder im Auto, wo ihr die Ladung gesichert habt. Und dieses permanente Biegen dieser Klebepixel, nenne ich sie einfach mal, bewirkt einfach, dass sie irgendwann keinen Halt mehr haben und dass diese Gurte sich total nivellieren. Also, als Fazit halten wir fest, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen harten und weichen Gurten. Es liegt an den Klebeutensilien am Anfang, die beigemischt werden. Und wenn ihr noch mehr davon hören wollt, zu den Einzelheiten der Herstellung von Gurten, nicht vergessen, die Glocke abonnieren, mich liken und beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. Stay tuned!